Der Berg gleichen Namens ragt zwar noch ganz stolz in den Himmel über Oberbayern, doch da gibt es ja noch diese Fähre, die jahrzehntelang über den Chiemsee getuckert war. Im Winter war sie aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Liegeplatz verschwunden und vor einigen Wochen zufällig an einer tieferen Stelle des Sees gefunden worden. Bei der Bergung schien es, als wäre sich der alte Frachter gegen seinen Abschied aus dem See. Einsatz für die Schiffsberger. Vom Grund des Chiemsees sollen die Männer der Firma Nautic in 3 Tagen eine untergegangene Fähre heben. Mit großen Hebesäcken wollen Karl-Heinz Fitt und sein Team das Schiff an die Oberfläche bringen. Wir haben hier etwa 60 Tonnen Hebesäcke. Dann fahren wir über das Objekt drüber hin, positionieren uns fest und lassen die Säcke runter mit dem Seil. Ein Taucher soll die gesunkene Fähre am Grund des Chiemsees orten. Sack für Sack lassen die Männer dann in die Tiefe hinab. Der Taucher befestigt sie dort an dem untergegangenen Schiff. Mit einem Kompressor werden die Hebesäcke unter Wasser aufgepumpt. Mit ihrem Auftrieb soll das Schiff gehoben werden. Geschafft! Der Bug taucht aus dem Wasser auf. Schneller wie erwartet. Wir haben ja geplant, heute um 3 kommt das große Schiff und dann heben wir mal an. Aber jetzt ist 1 Uhr. Optimismus beim Einsatzleiter. Die versunkene Fähre ist schon fast ganz oben. Noch ahnen Fitt und seine Crew nicht, was ihnen noch bevorsteht. Die Polizei untersucht jetzt noch mal den Motor und solche Sachen. Und dann macht der Taucher hinter den Sack jetzt noch weg von uns. Und wenn wir dann das Okay kriegen, dann können wir fahren. Und die Polizei untersucht hat. Mit einer Unterwassersonde will die Polizei klären, ob sich gefährliche Substanzen an Bord des Schiffes befinden. Doch diese Untersuchung dauert länger als geplant. Plötzlich Unruhe. Ich habe den ganzen Tag gesagt, pass auf. Der Kompressor, der die Hebesäcke aufgepumpt hält, ist ausgefallen. Dieselkompressor ist leer gelaufen. Leider. Das heißt, mit welcher Konsequenz jetzt? Das geht jetzt langsam unter. Schlecht. 15 Stunden Arbeit umsonst. Die Fähre versinkt ein zweites Mal. Tag 2 der Schiffsbergung am Chiemsee. Nach dem Zwischenfall vom Vorabend müssen die Männer nun von vorn anfangen. Wieder muss der Taucher in die Tiefe, um die Hebesäcke an der Fähre zu befestigen. Das Problem, die Befestigungsmöglichkeiten am Schiff sind seit gestern unerreichbar geworden. Der Taucher hat jetzt getaucht und hat eben festgestellt, das Schiff liegt seitlich über 90 Grad, steckt es im Wasser. Und jetzt kommen wir in der unteren Puller nicht hin. Jetzt machen wir 3 neue Hebesäcke fest und werden mit den 3 neuen Hebesäcke versuchen, das Schiff ein bisschen anzuheben. Für den Taucher eine gefährliche Mission. Per Funk hält Einsatzleiter Fitt Kontakt mit seinem Mann in der Tiefe. Du gehst mal, es kann also nicht umkippen auf dich. Bitte? Das Schiff kann nicht umkippen auf dich. Es hängt noch ein bisschen auf die andere Seite. Anspannung beim Team. Doch gegen Mittag ist es soweit. Die Fähre kommt zum zweiten Mal an die Oberfläche. Mit den Hebesäcken gesichert, schleppen die Männer der Nautic die Fähre nun langsam über den Chiemsee hin zum benachbarten Hafen. Dort soll das Schiff mit einem Kran ganz aus dem Wasser gehoben werden. Dazu befestigt der Taucher Ketten an den Bordwänden. Endlich ist es soweit. Zentimeter um Zentimeter wird die Fähre angehoben. Schon wiegen sich Fitt und seine Männer in Sicherheit. Doch 80 Tonnen Wasser im Innern des Schiffes ziehen unbarmherzig nach unten. Einsatzleiter Fitt bleibt erstaunlich gelassen. Wie sieht's aus? Was ist da eben für ein kleines Malheur passiert? Da ist eine Halterung unten abgerissen. Und jetzt wird's noch besser angehängt. Wie konnte es dazu kommen? Was wurde falsch gemacht? Der Taucher hat die Kette nicht an den Puller gebracht. Das war einfach zu eng und hat das irgendwo anders notbedürftigerweise angebunden. Und das hat ausgerissen. Nächster Versuch. Diesmal pumpt das Team das Schiff noch während des Anhebens aus. Denn gefüllt mit Wasser ist es einfach zu schwer.
Endlich, nach 2 Tagen Arbeit für Karl-Heinz Fitt und seine Männer, ist die Fähre vollständig an Land. Und sie haben ihren Zeitplan eingehalten. Wir waren in 2 Tagen fertig. Kein Mensch hat geglaubt, dass wir in 2 Tagen fertig werden. Deswegen ist es sehr gut gelaufen. Bin zufrieden, erleichtert. Eine Schiffsbergung mit Hindernissen. Karl-Heinz Fitt und sein Team werden sie so schnell wohl nicht vergessen.